Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar würde ich in Zukunft, wenn mich Leute, die einen Server haben, privat anschreiben, dass ich zum Beispiel auf deren Server reagieren soll, würde ich dies tun. Also falls ihr auch Interesse habt, daran teilzunehmen, einfach gerne eine private Nachricht zukommen lassen. Kurz auf mein Discord joinen und mich anschreiben. Mein Discord-Link findet ihr in der Beschreibung. Ja, wir fangen mal ganz einfach an. Ja, Cyber City ist auf jeden Fall ein mega nicer Server. Ich habe gestern ziemlich lange mit den Owner, also mit der Ownerin geredet. Und man kann hier halt echt viel machen, ne? Man kann sich ja selber Rollen geben, ne? Zum Beispiel sind zwar nur bis jetzt eine, aber man kann ja Game-Sachen, Events stehen hier an, Stream-Chat, wenn zum Beispiel jemand live geht, dass man da halt Stream-Chat machen kann. Man kann sich bewerben, Supporter, also Support ist sehr hilfsbereit und immer im Einsatz. Finde ich auch mega nice. Der Chat, im Chat ist sehr, sehr viel Aktivität. Bilder und Videos, da kann man halt zum Beispiel Bilder reinposten. Streaming-Links, ne? Da sieht man halt, wer live ist gerade. Die unterstützen halt zum größten Teil, unterstützen die halt, Streamer, sowohl halt auch YouTuber und sowohl halt unterstützen die halt auch mein Projekt. Das war halt der Grund, weshalb ich mit denen in Kontakt getreten bin. Ist ein mega nicer Server. Das Problem ist nur, ich kann nicht jeden Server verlinken. Würde ich auch nicht machen, weil ganz einfach es auch was damit zu tun hat, weil ich nicht einsehe, für andere Server Werbung zu machen, die für uns aber keine Werbung machen. Wenn diese Personen wollen, dass ich Werbung schalte, quasi für die, halt quasi, dass ich ihren Server bewerte mit inklusive Link. Dann müssten die quasi auch für mich was machen. Also in dem Sinne eine Partnerschaft zum Beispiel, sowas halt. So stelle ich mir das halt vor. Und hier der Server, der wird natürlich verlinkt, weil ich mit denen eine Partnerschaft habe. Und weil ich persönlich finde, das, was die hier machen, finde ich echt nice. Die unterstützen kleinere Streamer, nicht nur die größeren, sondern auch kleinere Streamer. Und das ist echt eine gute Sache, was die hier machen. Ja. Ihr könnt euch ja gerne mal hier umschauen auf den Server. Ist sehr, sehr viele nice Sachen sind dabei. Das ist echt sehr interessant. Ich selber bin da jetzt auch schon etwas, also seit jetzt einen Tag zwar erst drauf, aber bin da halt auch aktiv, weil die Community halt auch mega nett ist. Man kann sich mit denen gut unterhalten, mit denen gut schreiben. Und ja, falls ihr auch Interesse habt, da mal vorbeizuschauen und könnt ihr auch mal mitteilen, wie die Bewertung ist, die ich hier für den Server abgegeben habe. Könnt ihr ja mal gerne in den Kommentaren schreiben. Ich würde mich freuen. Und wie gesagt, falls auch ihr Interesse habt, schreibt mich gerne an. Dann reagiere ich auch auf euren Discord-Server. Ihr müsst mich allerdings auf meinen Discord-Server anschreiben. Also das heißt, ihr müsst auf meinen Discord-Server joinen. Und danach würden wir das bereden, abklären, alles drum und dran. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich kann nur sagen, bis zum nächsten Mal. Der Server ist sehr, sehr nice, gefällt mir sehr nice. Auch der Aufbau ist nicht viele, sind nicht viele Channels, sind alle schön sortiert. Ich sage nur Dankeschön fürs Anschauen. Bis zur nächsten Folge.